Von der Abwrackprämie nun zu einem Köder, mit dem tatsächlich ziemlich dicke Fische an Land gezogen werden. In Florida hat sich vergangene Woche eine Gruppe von Sportfischern zum internationalen Haiangeln getroffen. Und zwar nicht, wie zu vermuten wäre, auf hoher See, sondern am Strand zwischen Liegestühlen und Sonnenschirmen. Mit einem Boot werden die Angelhaken vor der Küste ausgeworfen. Sobald der Hai anbeißt, kurbeln die Männer, bis der Fisch auf dem Trockenen liegt. Dann folgt die zweite Besonderheit des Wettkampfes, die Beute wird wieder freigelassen. Karin Assmann hat sich das Kräftemessen zwischen Mensch und Tier angesehen. Man kann ihn förmlich riechen, den ganz großen Fang. Ihn an Land zu ziehen, das ist ihr Ziel. Und so mischen sich die Wettangler auch in diesem Jahr unter die arglosen Badeurlauber am Strand von Singer Island, an der Ostküste Floridas. Die Jagd beginnt um 8 Uhr morgens. Vor dem rosa Ding da draußen habe ich sie zuerst gesehen. Da drüben. Ich wusste nicht genau, sind das nun tauchende Vögel oder doch Fische. Da springt wieder einer. Hochbetrieb an der dicht besiedelten Küste. Dokumentiert wird die Jagd von den Paxton-Brüdern für eine TV-Serie über die Killer mit der Dreiecksflosse. Sie sehen die Meisterschaft im landgestützten Haiangeln 2009. Auf zum Strand. Wir wollen mal sehen, wer da angelt und wer was fängt. Hoffnungsvolle Außenseiter sind die beiden Jimmys, zwei Freunde von der Westküste Floridas aus Texas zugewandert. Bislang haben sie noch keinen einzigen Haifisch gefangen. Heute versuchen sie es zum ersten Mal an diesem Strand. Dass es hier den heiß ersehnten Raubfisch gibt, haben sie mit eigenen Augen gesehen. Wir haben gerade einen Bericht bekommen von Jimmy aus Venice, Florida, stimmt's? Er hat vier Haie gesehen, in einem Wellental direkt vor uns. Blacktips, richtig? Höchstwahrscheinlich etwa 2 Meter lang. Wir wollen euch jetzt mal die Haiperspektive zeigen mit unserer digitalen Unterwasserkamera. Schauen wir mal, wie der Meeresboden aussieht aus der Sicht des Hais. Besonders eine Spezies hat es den Paxton-Brüdern angetan. Der Blacktip-Hai, der hier gern in Strandnähe aufkreuzt, auf Tuchfühlung mit schwimmenden Urlaubern. Solange ich sie im Blick habe, stört mich das nicht. Ich gucke mich beim Schwimmen ständig um, in alle Richtungen. Ich schwimme oft hier. Haie wollen doch keine Menschen beißen, sondern Fische. Das hofft auch Will, ein Großfischjäger, der sich heute an diesem Strand versucht. Vielleicht schaffen wir es heute Abend, ein paar Fische an Land zu bringen. Ja, hoffentlich den 5 Meter langen Hammerhai da draußen. Jedenfalls geht es gut los. Wir hatten gerade einen an der Angel, einen Blacktip. Der sprang aus dem Wasser, wir haben zu viel Leine gegeben, da war er wieder weg. Ein gutes Zeichen, hier ist was los. 150 Meter vom Strand entfernt werden Köder und Haken vom Boot aus zu Wasser gelassen. Warum jeder den größten Fisch fangen will? Es ist die Herausforderung. Du gegen das Tier. Ein urzeitlicher Drang, gegen die Elemente zu kämpfen. Die Tiere, die Natur. Das sitzt tief in unserer Jägerseele. Dann geht es endlich los. Die Haie haben Blut gerochen und kommen immer näher. Prompt weist der erste Blacktip an. Diesmal lässt Jimmy ihn nicht vom Haken. Das ist der Zweikampf, auf den er gehofft hatte. Nach einigen Minuten Schwerstarbeit hat er den Haifisch ins seichte Wasser gezogen. Getötet werden die Tiere bei diesem Turnier nie. Fangen und freilassen heißt die Devise. Doch zuvor müssen die Angler den Fischfang dokumentieren und fachgerecht bearbeiten. Der Trophäenschnappschuss gehört auch dazu. Allerdings, Jimmys Hai blutet stark. Der Haken hat sich tief in die Kiemen gebohrt. Jetzt muss es schnell gehen, sonst verendet das Tier. Der große Graue ist erschienen. Schnappen wir uns noch ein paar.
Das mit dem Freilassen müssen die Jimmys noch üben. Wohl, weil sie den Hai unsachgemäß bei den verletzten Kiemen packen, wird das blutende Tier wenig später Opfer eines Artgenossen. Ein Hammerhai erscheint und tötet den gerade freigelassenen Blacktip. Wir haben einen Hammerhai gesehen, locker 4 Meter lang und an die 1000 Pfund. Der war gerade beim Fressen, direkt hier. Wahrscheinlich diesen kleinen Blacktip. Wie wollen Sie den jetzt erwischen? Hoffentlich schwimmt er genau hier entlang und schnappt sich einen unserer Köder. Wir haben hier 7 große Angeln, alle mit Ködern für große Fische. Genau das Richtige für Will und Aaron. Was ist eure Taktik? Uns einen größeren Hai zu schnappen. Hoffentlich. Wir legen die Köder so aus, dass möglichst viel Blut fließt und sie den Geruch aufnehmen. Ansagerin Judy kommen derweil Zweifel. Das ist die Natur, der Zyklus des Lebens. Mir ist ein bisschen schlecht geworden, etwas flau im Magen. Für eine Sekunde musste ich weggucken. Es war schwer mit anzusehen. Das Blut, ich weiß nicht. Plötzlich surrt Jimmys Angelschnur in Rekordgeschwindigkeit. Wieder hat ein Haifisch angebissen. Diesmal läuft alles glatt. Kaum sind sie fertig, zerrt es wieder an der Angel. Diesmal bei Jimmy 2. Routiniert holen sie den nächsten Blacktip an Land und fertigen ihn ab. Sekunden später geht es wieder los. An diesem Tag sind die beiden Jimmys Spitzenreiter auf Singer Island. Jedes Mal, wenn ich mich hinsetze, um Pause zu machen, geht es hier ab. Ich hatte mich schon gewundert, warum so lange nichts los war. Und jetzt kommen die Fische alle auf einmal. Die werden jetzt aggressiv, das ist es. Wer insgesamt vorne liegt, das wissen die beiden Jimmys nicht, denn die Konkurrenz ist auf einer 100 Kilometer langen Küstenstrecke verteilt. Die Ungewissheit bleibt, auch als die Nacht hereinbricht. Wenn jemand um 23.58 Uhr einen Fisch an der Angel hat und dann noch 2 Stunden kämpfen muss, um ihn an Land zu kriegen, kann er damit noch gewinnen. Laut Turnierregeln ist jeder Fisch, der bis zur letzten Minute anbeißt, gültig. Auch wenn du dann noch 2 Stunden kämpfst und dann den 4 Meter Hammerhai präsentierst oder den 400 Pfund Bullenhai. Absolut. Oder einen 180 Pfund schweren Blacktip. Die Uhr läuft. In wenigen Stunden ist das Turnier vorbei. Jimmy bezwingt noch einige Haifische in dieser Nacht und hofft weiter auf die 1000 Dollar Preisgeld. Was er nicht weiß, ein Stück weiter nördlich hat inzwischen ein junger Angler alle Rekorde gebrochen. Fast doppelt so viele Haie wie Jimmy zieht er Stück für Stück an Land. Am nächsten Tag ist Jimmy im wahrsten Sinne K.O., während der 15-jährige Sieger absagt. All right, Mike Croke, everybody. You want to say anything about that? Das ist alles eine Frage von Erfahrung. Wir haben hier zum ersten Mal ernsthaft geangelt. Jetzt müssen wir aber los. Wir haben die Küste kennengelernt. Beim nächsten Mal sind wir vorbereitet. Die Folgen seines Strandabenteuers muss Jimmy im Krankenhaus auskurieren. Sonnenstich, Erschöpfung, wer weiß. Im Juni dann beginnt die Jagd nach den ganz großen Haifischen. Er wird wieder dabei sein.